An dies war das Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin zurück aus Ibiza. 2 Tage kam kein Video, es tut mir leid, aber heute ist Woche 4 angebrochen, der Footies. Und ihr wisst, was das bedeutet. Freitag ist natürlich auf meinem Account alle Gamble Packs von Woche 4. Wir hoffen es zumindest. Also es sind ein paar. Ich sag's mal so, wir haben glaube ich über 12, 13, 14, 10x85 Plus Packs und so weiter und so fort. Wir haben ein bisschen was Geiles gezogen. Und ja, sonst schreibt mir gerne in die Kommentare. Batch Nummer 3 ist draußen. Wie war denn eure Erfahrung? Was habt ihr Schönes gezogen? Ihr habt ja schon mein Messi mitbekommen, ihr habt mein Marcelo mitbekommen. Vielleicht kommt da jetzt noch was anderes raus. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Unser Panini-Sammelprojekt geht auf jeden Fall jetzt richtig, richtig los. Wir wollen von jedem einzelnen Spieler die beste Karte im Verein haben. Am besten noch Untrade. Ja, müssen wir mal gucken, ob uns das Ganze gelingt. Wenn euch das ganze Video gefällt, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben. Lasst sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Seid ihr hyped auf FIFA 23 und spielt ihr jetzt auf FIFA 22? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und seid ihr gerade auch genauso im Grind wie ich? Liebe geht raus an jeden Einzelnen. Damit viel Spaß beim Video. Let's go. Okay, Boys and Girls, ihr seht es, wir haben ein paar Player Picks schon aufgespart. Das sind Player Picks, die durch die verschiedenen Cups gekommen sind, durch den Premier League Cup, durch die verschiedenen Summer Swap Tokens, wo man die abspielen musste und so weiter und so fort. Also da ist einiges dabei. Ich bin gespannt, ob die jetzt schon mal gut werden. Und vor allem bin ich gespannt, wie diese Summer Swap Token Packs werden. Gerade das 20x85 Plus und so weiter. Wir gehen erstmal rein. Auf ganz entspannt mit dem Team of the Year. Das ist, denke ich mal, ein erster richtig, richtig guter Start, den Noah hier macht. Ein 84 Plus Pick, direkt der Totti. Also ich glaube, das Video könnte vielleicht ganz gut werden. Pereira und Oscar wieder, die wir ja schon von gestern kennen, sind hier mit dabei. Also auch das ist schon mal für 84 Plus Verhältnisse mehr als absolut solide. Und auch hier sehen wir wieder einen 93er und 94er. Wir haben übrigens, nicht wunder, wir haben auch schon die Mondi SBCs schon abgeschlossen worden, ne, mit den Picks und so weiter. 85 Plus Pick. Wir gehen rein mit 4 Team of the Season, sehen den 94er Bernardo Silva. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Vielleicht haben wir das ja dann im Pick Nummer 2. Tavernier, Groß und Visca. Ich weiß nicht, ob er auf Rating geht, aber ich glaube, das macht Noah relativ oft, einfach um die abzuschließen. So, 1 und 4 seltenen 86 Plus an. Komm schon, wir gehen rein mit Chananolu, De Cattelea. Boah, weiß ich nicht. Irgendwie fühle ich den jetzt nicht so, aber vielleicht im zweiten. Aber das sehen wir, den 94er Mitrovic. Also alles Karten, die man halt wirklich direkt wieder in den SPC reinhauen kann oder halt sparen kann. Das ist natürlich auch noch möglich. Und im letzten Pick haben wir nochmal einen 95er Grafenberg, den ich extrem, extrem fühle, weil den haben wir ja sogar abgeben müssen. Deswegen, maybe, in irgendeiner Art und Weise haben wir vielleicht Glück und können den sogar behalten, außer er wurde schon in der SPC abgegeben. Weiter geht es mit dem untauschbaren 100k-Pack der Footies-Grundlagen. Ich habe keine Ahnung, das ist ja auch rausgekommen, da gibt es ja auch einen Summer-Swap-Token. Und da schauen wir einfach mal rein, was drin ist. Wir sehen Polen, wir sehen Stürmer und das ist Robert Lewandowski. Das ist ein anders wildes Pack. Für 100k, die wir hier ausgegeben haben, 97, bin ich absolut fein mit. Vielleicht ist da noch was dahinter. Lacazette ist dabei. Und auch Aujo. Ja, bin ich sehr, sehr mehr als zufrieden mit, muss ich sagen. Ne? Und Leihspieler Kohler und Ricken. Natürlich wieder die BVB-Legenden, die wir übrigens noch nicht gezogen haben. Ihr seht es, es wurde einiges gezogen. 5x85 plus. Noah hat das sogar schon alles gecuttet, dass ich halt nur noch die Packs habe. Also wirklich ganz, ganz, ganz viel Liebe geht hier raus. Wir sehen hier den ersten Shapeshifter Argentinien. Linker Außenverteidiger, das Pereira, den haben wir ja gerade schon mal gesehen. 93er Rating, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt jetzt Tots noch dahinter sein können. Ich glaube nämlich nicht. Emre Can, Cahill und Roussillon, ja, eigentlich not bad, aber das Problem an der ganzen Sache ist halt, ne, gerade bei dem Cahill und so weiter, ja, den haben wir halt schon. Gut, machen wir weiter. 85 mal 10. Ich weiß nicht, ob das schon R3-Packs sind oder nicht. Wir gehen rein. 85 mal 10 kann halt anders wild knallen. Wir haben sehr, sehr lange auf diese ganze Sache gespart. Portugal, linker Verteidiger und das ist Cancelo. Das ist erstmal ein sehr, sehr guter Start, meiner Meinung nach. 95er Rating ist hoch genug, um dahinter noch ein bisschen was zu sehen. Wir sehen Ramos, Männers. Wie gut ist das denn? Ramos Shapeshifters mit am Start, das sind glaube ich knapp 400.000 Münzen. Ne? Wir haben ja jetzt gestern schon Marcelo gehabt, jetzt auch noch Ramos. Also ich sag's mal so, die würde ich sehr gerne so weitersehen. Denn wir haben ja noch ein paar Packs übrig. Wieder 10x85 plus. Komm schon hier, ey, gönne weiter. Ramos ist halt anders wild. Komm mal, nächster Tots sollte glaube ich immer angezeigt werden. Italien-Stürmer Immobile, auch kein schlechter. Ich habe den ja mal gespielt, auch wenn er vielleicht nichts mehr wert ist. Aber der Mann war sehr, sehr stark. Dazu Taremi, Acuna, Bale, Mitrovic, De Cattelea und 3 Goldkarten. Ich sag's mal so, von der Spielbarkeit her der Karten ist, glaube ich, der Einzige, der ganz okay ist, vielleicht noch Immobile gewesen. Aber mehr auch nicht. Machen wir weiter. Nächstes Pack. Abfahrt ist angesagt. Wir gehen rein in die ganze Sache. 10x85 plus. Nächster Tots ist dabei.
Und was ist das denn? Okay, das müsste Taremi wieder sein. Und 93er Rating, weiß ich nicht. Vielleicht dadurch mehr Shapeshifter dahinter. Davis und El Shaarawy, das ist stark. Gerade weil wir Davis halt nur auf der RTG haben. Deswegen nehme ich Davis umso gerne mehr mit. Also wir haben jetzt, glaube ich, alle Verteidiger, die zu Stürmern geworden sind, haben wir jetzt eigentlich auch als Shapeshifter gezogen. Das ist schon mal cool auf dem Main Account. Das ist gut, weil da müssen wir nicht so viel kaufen, denn da haben wir unser Panini-Sammelalbum einfach schon gefühlt untrade mit am Start. Team of the Year, ja, Donnarumma. Sind wir jetzt, glaube ich, zum vierten oder fünften Mal innerhalb von 2 Tagen. Aber Totti, nie bad. Mal gucken, was noch dahinter ist. Vielleicht noch mal was Großes. Oh, Abedi Pelé. What the hell? Was haben wir für ein krankes Packlack? Das ist ja anders wild. Ach du Heilige, Abedi Pelé ist anders insane. Ich weiß gar nicht mehr, was der kostet. Aber holy shit, was macht der 98er Abedi Pelé hier? Das ist ja geistesgestört. Come on, weiter geht's. Nächstes Thema 85 Plus Pack. Komm, gönne ich, ey. Ich will was sehen. Team of the Season, Italiano, es ist Stürmer, es ist mal wieder, ach, es ist Balotelli, ich wollte sagen, es ist wieder Immobile. Ja, aber dahinter noch was Gutes? Okay, das war bodenlos. Also das Pack war wirklich nicht so geil. Da müssen wir ja wirklich sagen, es geht definitiv besser. SBC wurde abgeschlossen, 1 von 5 Hero Shapeshifter Captains. Gucken wir mal hier rein. Und wir sehen hier leider nur einen Gomez und einen Melito. Ich denke aber, der Mario, den haben wir hier noch nicht. Den nehmen wir natürlich mit einem 95er Rating. Ich hoffe, dass ihn Noah mitgenommen hat. Und deswegen bin ich damit auch absolut fein. Ja, unser Panini-Album soll ja ein Stück weit vervielfältigt werden, vervollständigt werden. Aber ihr seht, 10x85 plus Picks oder Packs haben wir super, super viele. Ich weiß nicht, ob wir fast 10 Stück haben. Aber das ist wirklich geisteskrank. Come on, weiter geht die wilde Fahrt mit Portugal, mit Mittelstürmer. Und das ist Joao Felix. Auch den haben wir ja schon in den 150 Player-Picks gesehen. Ich kann mir übrigens vorstellen, wenn ihr das Video jetzt seht, dass das doch erst am Freitag kommt, weil wir hier sehr, sehr viele Futterpacks haben und ich dann einfach dieses Video aufteile in zwei. Denn die 10x85 Plus Packs als ein einzelnes Video hochzuladen, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also kann es gut sein, dass ihr da vielleicht noch was anderes seht. Jetzt am letzten Zeitpunkt. Okay, 95er Würz ist auch not bad, Footies Gruppe 3. Das ist so völlig solide, den Würz nehmen wir mit. Also das ist halt hier wirklich gerade eben eher das Video mit den ganzen Gambler-SBCs aus den Wochen. Plus die 10x85 Plus Packs, die wir halt angespart haben. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich ein separates Video zu den Summer Swaps Tokens sehen auf dem Main-Account. Nächstes Pack, Spanien, ZOM. 95er Rating, okay. Gut, die kranken Karten, ich glaube, die Shapeshifter können alle erst danach kommen. Und die sehen wir aber leider Gottes hier nicht. Aber vom Rating her gar nicht so schlecht. Quagliarella noch, Brozovic, De Jong. Aber gerade auch noch mit Müller, Tonali und mit Just Jersey auch nochmal 3 Karten, die jeweils über 94er Rating haben. Da geht mehr, keine Frage. Aber na gut, ich meine, nehmen wir erstmal mit. Wir haben Ramos hier draus gezogen. Wir haben Abedi Pelé draus gezogen. Das ist natürlich absolut insane. Geh mal rein, Noah hat noch ein Prime Gold Spieler Pack gezogen. Mal gucken, was da drin war. Ein Team of the Season, ein Spanier, ein ZOM. Ja, das ist wieder ein 95er. Aus einem ganz normalen 45k-Set. Also ihr seht schon, die Packs sind schon mehr als nur geil. Also ohne Spaß, gerade wenn wir halt was recraften wieder mit dem ganzen Futterpacks, das dann wieder irgendwo reinstecken. Du kriegst halt gefühlt aus diesen Packs immer irgendeine Special-Karte raus, weil wir mittlerweile halt 200 Karten in den Packs haben. Gut, das war jetzt eher semi-gut, würde ich persönlich sagen. Okay, wir haben hier ein 50k-Pack aus der Mondi SBC. Die könnte vielleicht auch gut schallern. Das tut's auch. Das wird nämlich ein Team of the Season werden. Ne? Hier dieser Charles Chill, habt ihr den jetzt, ich glaube, innerhalb von 5 Packs 5-mal gesehen? Ich habe keine Ahnung, wenn das sehr ist noch mit dahinter. Ja, aber der Charles Chill ist halt 95er. Ne? Nimmst du halt immer mit SBC-Foto oder du verkaufst ihn, weil es halt tradable ist. Ja, das geht schon klar. Und da haben wir ja auch noch das zweite 50k-Pack aus der Mondi SBC. Ich glaube, die Mondi SBC, die ist ja halt so sehr gesunken. Ne? Wer ist das denn? Frankreich, ZIV, Kalulu, 94er Rating, den haben wir schon untrade gezogen. Jetzt haben wir einen Tradable mit am Start, den können wir natürlich auch sehr gerne verkaufen, da habe ich absolut gar kein Problem mit. Plus ein Çalhanoğlu, plus ein Lukaku, also das 50k-Pack war absolut, absolut fein, da bin ich mehr als zufrieden mit. Perfekt, aus dem Draft-Token-Pack ziehen wir einfach Lacazette aus dem Draft-Token-Pack, Männers. Ich habe gerade nur geguckt, wie lange wir schon aufnehmen und dann sehe ich ein Draft-Token-Pack und da ist einfach ein Lacazette drin. Ich sag's mal so, selbst aus dem Draft-Token-Pack kann man ja mittlerweile gut Gewinn schöpfen. Ja? Set ist Elektrum-Spieler-Set, 30k-Set, vielleicht ist hier was dabei. Wir lassen uns überraschen, komm schon, Team of the Year. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist noch Ronaldo Shapeshifter drin. Ne? Aber Ruben Dias Team of the Year.
Ja, also Tottis können wir auch ganz gut. Ja, es fehlen mir noch ein paar Einzelne, die wir noch nicht im Verein haben. Gerade auch ein Hakimi, aber der ist sogar tradable. Den Ruben Dias kannst du natürlich auch verkaufen. Aus dem 30k-Pack ein Totti, das hätte ich gerne zum richtigen Team of the Year in dem Januar. Ja, das wäre halt schon ganz cool, aber ist halt leider Gottes nur zu Footies Batch 3 am Start. Nächstes 30k-Pack ist aber allerdings ein ganz normaler Walkout, was sehr, sehr selten gefühlt vorkommt mittlerweile noch, oder? Das ist schon krass. Also einen normalen Gold-Walkout zu ziehen, weiß ich nicht, kommt nicht so oft vor. Prime gemischtes Spielerset, auch hier kommt der Tots, Erling Haaland. Bam. Also, ihr seht's, ihr merkt's, Footies, es macht unfassbar viel Spaß. Klar, die Karten sind jetzt nicht mehr geisteskrank viel wert, brauchen wir nicht drüber reden, aber dass du halt immer ein Pack ziehst und einfach so eine große Möglichkeit hast, was Gutes draus zu ziehen, ist so, so cool und macht meiner Meinung nach das Footies-Event gerade zum Abschluss nochmal von FIFA, guckt euch an, einfach nochmal richtig, richtig geil. Und du hast halt einfach Spaß, Packs zu ziehen, zu grinden, ne? Und weiterzumachen und deinen Verein aufzufüllen. Smith Rowe, der nächste, 91 rated aus irgendeinem Prime-gemischten Spielerset mit dem Guerrero, mit dem Goat noch mit dabei. Also das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Ohne Spaß. So, Boys and Girls, das sollte das Video sein. Teil Nummer 1 von unseren ganzen Gamble-Packs aus der Totti- oder Footies-Woche 4. Das werdet ihr am Freitag sehen. Ihr habt jetzt schon das Video gesehen, was ich jetzt auch gleich aufnehmen werde. Und zwar mit den ganzen Futter-Packs aus den Summerswap-Tokens. Da bin ich mehr als gespannt, was wir da gezogen haben. Aber trotz alledem, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Jetzt schon mal. Und dann sehen wir uns dann wieder im Livestream. Weil am Donnerstag haben wir ja auch noch ein bisschen was zu tun. Und das werden wir da auf jeden Fall noch ziehen. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommen wird. Let's go. 84 plus Picks auf. Gehen wir mal rein, komm schon. Gönne EA. Ich will was sehen. Oh. Ja, Rating-technisch 93er Chalanulu, ist okay. Und, was haben wir noch? Vielleicht ziehen wir ja hier noch was Krankes. Alter. Einfach nochmal Bellingham. 96er Bellingham. Das kann man mal machen, Jungs. Das kann man mal machen. Dickes GG an diejenigen, die auf 4 gesetzt haben. GG. Gehen wir mal rein. Gucken wir mal rein in die ganze Sache. Komm schon, gönne EA. Gönne. Oh, 93er AOA, den habe ich sogar noch gar nicht. Und 4 Special-Karten, ne? Ich gehe mal mit AOA, weil es, glaube ich, aktuell die beste Karte von ihm ist. Ich will ja Panini-Album voll machen, das bedeutet, so viele Karten wie möglich nur im Verein haben. Ja? Und deswegen nehme ich AOA mit. Ab von der Sange sei einfach 4 seltenen Spieler, 86 plus. Nummer 2 jetzt. Wieder 4 Special-Karten und 93er Pereira. Oder Visca. Na, ja, wir gehen mit Pereira, 93. Einfach wegen Kanallegende. Ist ja easy try. Ja. Gut, gehen wir rein. 1x4 selten, 86 plus an Nummer 3. Damos 96, Alter. Das tut weh. Kostet zwar nur 195k, aber ist halt ein Big W, ne? Ist halt eigentlich ein Big W. Holy shit, 96er Ramos drin, Alter. Der kostet 195k nur noch. Das ist der Wahnsinn. Alter Schwede. Dickes GG dazu, aber wir haben ihn halt leider schon untrade. Wir haben ihn halt leider schon untrade. Das tut weh. Ah, ja, gut, da gehe ich mit Lafort. Was soll's? 1x3 Shapeshiftern. Abfall ist angesagt, müsste aus dem. Oh, Cola! Big! Das müsste eigentlich aus dem Cup sein, ne? Bundesliga-Cup oder sowas. Cola kostet zwar nichts mehr, 27k. Aber ja, ist halt, ihr wisst es, ne? Den Mann wollen wir unbedingt eh noch haben. Dempsey 48k und Davis liegt aktuell bei 41k. Also ihr seht, Dempsey ist übrigens der teuerste. Das muss man sich mal vorstellen. Davis 41k, 48k Dempsey. Aber wir nehmen natürlich Cola mit, Jungs. BVB First Order Team muss sein, Chat. Muss sein. R3 klingt eigentlich ganz geil. 1x4, 93 plus Shapeshiftern. Come on. Ihr ey, gönne. Ich will was sehen. Ich will was Geiles sehen. Ginola Ronaldo oder sowas. Come on. Okay, Son, tschüss. Was ist das denn? Son, tschüss kostet noch 10k oder was? 42k, Chat. Krank. 42k. Nummer 2. Tierney, Arsenal. Ja, weiß gar nicht, ob wir den schon haben. Ne? Tierney kostet aktuell, mal ganz kurz nachschauen, nur damit ihr Bescheid wisst, 31k. Nummer 3. Dempsey, der liegt bei 48k. Den hatten wir ja gerade eben schon. Und Emre Can, 93er Rating. Wir haben alle 4 im Besitz. Das war's komplett. Nach 93 plus machen wir jetzt 1 zu 4, 94 plus. Und gehen mal in die ganze Sache rein. Natürlich wieder mit R3, Männer. Natürlich. Alles andere wäre doch Quatsch. Komm schon. Wir starten rein, wollen hier auf den 99er Card laufen. Kein Messi, aber es ist Mario Gomez. 95er Rating. Mario Gomez auf der 1, man kennt ihn. 24k.
Kann man mal machen. 24k. Nummer 2. Silas. Hatte ich, glaube, habe ich sogar gar nicht im Verein, Silas. 20k. Nummer 3. Tierney, der hatten wir gerade schon. Der kostet 31k. Bis jetzt der wertvollste. Und Cole. 96er Rating. Ich glaube, das müsste der teuerste jetzt sein. Nein! Der kostet 29k nur noch. Was sehe ich hier? Das ist ja bodenlos, Alter. Diese Preise. Bist du eine Woche nicht da? Und die Preise sind einfach völlig am Boden, ne? Ja, wir gehen safe mit Silas. Den haben wir halt noch nicht. Einfach Panini-Album voll machen. Silas, Grüße gehen raus an Noah. Und deswegen nehmen wir den mit. Aber, ja, teuerste Karte ist bei 31k Nummer 3 gewesen, ne? Mit Tierney. Muss ich mal vorstellen, ne? Nummer 3. Starten wir rein mit dem nächsten 10x85 Plus Pack. Ich bin mehr als nur gespannt, ob wir heute nochmal eine 99er Karte oder 98er Karte sehen. Ich hätte ja persönlich nichts dagegen. Ja, bin ich ja mal ehrlich. Deswegen starten wir mal rein in die ganze Sache. Ich öffne das Ganze mit R3 natürlich, so wie es sein muss. Ihr habt jetzt, glaube ich, schon im Best-of, glaube ich, schon alles gesehen. Eigentlich, was nicht R3 angeht. Deswegen, ich bin jetzt endlich wieder zu Hause. Part 2 steht ja an. Und wir fangen an mit einer Karte namens 3, 2, 1, bam! Oyarzabal. Okay, Oyarzabal ist Nummer 1. Nummer 2. 94er Tavernier. Okay. Weiter geht's mit 97er Kimmich. Das ist schon mal vom Rating her gar nicht so übel. Dazu 92er Lurier. Thiago Silva. Fabinho. Di Maria. Wie viele Special? Wie wenig Special-Karten, Chat? Sterling. Hegazi. Gnabry. F. Was ist das denn für ein schlechtes Pack, Chat? Das ist ja bodenlos. Was ist das denn? Da uns ja das R3 gar kein Glück gebracht hat, machen wir jetzt einfach so auf, Jungs. Einfach so mal gucken, was passiert, Chat. Tots ist da. Big. Komm, England. RV. Wieder Tavernier. Haben wir den jetzt back-to-back gezogen in den Packs, okay? Können wir direkt wieder abgeben in den Griezmann-SPC oder sowas. Taff ist am Start. Dahinter. Kommt. Irgendwas Gutes. Oh, Walker. Let's go. Big. Ich weiß gar nicht, ist das noch der teuerste Innenverteidiger? Ich weiß es gar nicht. Guck mal ganz kurz Position Innenverteidiger. Oder bei Price. Nee, nicht mehr. Walker, aber 300, der hat 365k-Werte. Muss ich auf der RTG gezogen, hat er 1,8 Millionen gekostet. Kannst du keine mehr zählen. Aber Walker ist halt Big W. Ja, der Rest ist halt alles Untrade. Das ist einfach Duplikat. Das war's halt komplett. Aber Walker ist halt mit 365k ist einer der besten Pulls, die du wahrscheinlich gerade aktuell noch ziehen kannst. Da bin ich super fein mit. Sehr, sehr cool. So, dadurch, dass es sehr gut geklappt hat, gerade ohne R3, machen wir das einfach auch wieder so auf und hoffen natürlich wieder auf eine kranke Karte, die wir hier ziehen. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile Pack Nummer 10, 11 ist. Ich weiß nicht. Gut, wir gehen rein mit dem Tots. Och nee, dieser Brian Chill, ne? Ich kann den nicht mehr sehen. Oder Charles Chill, ich habe keine Ahnung, ey. Den kann ich nicht mehr sehen. 95er Rating dahinter. Chinola. Ronaldo Sü. Och, wieder Ramos. Was sehe ich hier? Mitrovic, Romarinho, Anthony, Naismith, Todibo. Also vom Rating her hier einfach nur die kleinsten, die man so ziehen kann. Aber Ramos ziehen wir zum dritten verdammten Mal. Zum dritten Mal ziehen wir jetzt Ramos, ey. Kannst du keine mehr zählen. Ist aber okay, das Pack. Ja, ich finde das okay. Es ist wirklich not bad. Es geht schon echt klar. Aber da geht natürlich viel, viel mehr. Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Ja, aber warte, haben wir jetzt sogar tradable? Stark. Ja, die packen wir in den Verein. Und dann geht's weiter. Gut, gehen wir rein in das letzte Pack. Und zwar nochmal 10x85 Plus Spieler. Das ist das vom Cup. Mal gucken, ob uns der Cup belohnt. Komm schon. Mit der Nase. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache einfach Zuschauerpack. Ihr sagt mir, was ich drin hatte. Das ist eigentlich geil. Ihr sagt mir, was ich drin hatte. So, warte, ich muss bloß mal ganz kurz gucken, wie ich das mache. So, hier, ich ziehe einfach und gucke jetzt direkt gucken bei euch in den Chat rein. Bin mal gespannt. So, 3. Warte, ich muss jetzt ganz kurz aufschreiben. 3, 2, 1. Let's go. Okay, es öffnet sich. Wir machen mal ein Chatpack. Ich habe das Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Du musst das ganze Pack zeigen. Ja, ich zeige euch ganz kurz den Spieler, der jetzt kommt. Und dann drücke ich genau jetzt auf Skippen. Und gucken wir mal rein. Okay, das erste ist Petri, was er sagt. Petri wäre geil.
Petri wäre echt nice. Ich glaube, es müsste jetzt geskippt sein, oder? Petri wäre echt cool. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon sogar habe. Okay, FFF. Silas, Corona. Petri, Silas, Corona, Thiago. Nice Pack. FFF. Ja, perfekt. Na, was denn nur? F oder keiner, ist die große Frage. Aber anscheinend soll es nicht so ganz so geil gewesen sein. Ah, ja, gut. Ich sag's mal so, für Panini-Album, ich meine, da haben wir drei Karten drin. Aber der Rest ist halt alles Duplikate, ey. Da kannst du halt gefühlt eine komplette SPC mitmachen, ey. Hilfe. Aber beim Rating ja gar nicht so schlecht, ne? Wir haben halt schon vieles. 7 über 90 ist halt schon nice. Aber wieder nur 8 Special-Karten. Noch keine 10 haben wir gesehen. Schade. So, Boys and Girls, wir kommen zum Abschluss nochmal zu dem letzten Pack. Und zwar das 10x85 Plus Pack. Das habe ich jetzt noch einmal gemacht. Das hatte ich nicht mehr im Stream geschafft. Und ich wollte noch eine kleine Abmod machen. Und deswegen gehen wir direkt mal rein. Wir wollen noch die 99er Karte haben. Ob uns das jetzt gelingt. Oder ein Ribéry. Oder ein Ginola. Irgendwas. Das wäre halt ganz geil. Wir starten rein mit dem Walkout. Das ist Rechtsverteidiger Tavernier oder Tav. Ja, den haben wir schon sehr, sehr oft gesehen. Ja, 94er Rating geht natürlich dann in die Anthony-SPC, damit wir auch da fast alle Footies-SPCs gemacht haben. Ich glaube, Diaz war der einzige, den ich verpasst habe. Footies-Diaz. Sonst sind wir wieder natürlich bei einem dabei. Es gibt natürlich Ende des Monats natürlich noch eine kleine Clubtour auf beiden Accounts. Ja, wir sehen Klaus, wir sehen Burgess, Hegazi, Casemiro und Cavani. Ihr seht, die ganzen Sachen haben wir schon. Unser Ziel ist natürlich, alles Mögliche als Untrades im Verein zu haben. Deswegen gibt es dann irgendwann mal Packs, wo nur noch Duplikate dabei sind. Die können wir aber direkt wieder in eine SPC ballern. Ob jetzt so Rullet, SPC, Pelé, Ronaldinho ist ja gefühlt alles draußen. Ja, packen wir das in den Verein und damit wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Vergesst nicht, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie erfolgreich sind denn heute Abend eure Summer Token Swaps Packs 2 gewesen. Und damit bin ich raus. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Kuss, kuss.